Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es von mir einen kleinen Quick-Tipp zum Thema Seifenblasenfotografie im Winter. Viel Spaß! Was braucht ihr dafür? Ihr braucht Seife, ihr braucht ein Gefäß, um das Wasser anzurühren, und ihr braucht Trinkröhrchen, völlig egal welche Stärke oder Länge, aber so ungefähr in diese Richtung hat sich bei mir als gut erwiesen. Bevor ihr das Foto macht, müsst ihr natürlich wissen, wo macht ihr das Foto. Das heißt, ihr wählt den Ort aus, den Standort und vor allem auch den Bildausschnitt. Ganz wichtig, der Bildausschnitt muss schon fertig sein, bevor ihr die Seifenblase platziert. Wenn ihr das getan habt, solltet ihr auf die Stelle, wo die Seifenblase draufkommt, vorfokussieren. Manuell oder mit Autofokus geht ja beides. Und ihr solltet eine Auslöseverzögerung von ungefähr 2-3 Sekunden auswählen. Das hat sich bei mir recht gut erwiesen. Dadurch kann die Seifenblase etwas anfrieren und ich kann die ersten Fotos schon machen, wenn die Seifenblase die ersten Kristalle bildet. Ja, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nichts weiter tun, als mit dem Trinkröhrchen natürlich in das Seifenwasser tauchen und vorsichtig, ganz vorsichtig, auf die Stelle pusten, wo die Seifenblase platziert werden soll. Steht die Seifenblase, müsst ihr nur noch auf den Auslöser eurer Kamera drücken und voilà, fertig ist das Foto. Jetzt kann man natürlich noch hergehen und ein bisschen damit spielen. Man könnte jetzt im Hintergrund sich Stadtlichter suchen, um dem Foto noch einen anderen Look zu geben. Das ist dann ganz der Kreativität des Betrachters überlassen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge kreative Köpfe, die damit eine coole Sache machen. Ja, das war's schon. Quick-Tipp. Ich glaube, es ist recht einfach umzusetzen und ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß vorab. Und ihr könnt ja mal eure Ergebnisse hier unter dem Video posten. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also das ist dann ganz der Kreativität.